Du musst noch ein bisschen chillen. Ha 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 ha. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal gehindert hat, daran ihn zu besiegen. Ach, da oben ist er ja schon. Wahrscheinlich wieder ein Absturz. Das würde mich nicht überraschen. Lass mich raten, wir schaffen's nicht. Das war klar. Abspeichern. Und hochgehen. Oh mein Gott, es geht zu. Erich Hei Eis. Von Heiß. Haha. Du bist bestimmt der Pizza-Junge, der meinen armen Bruder vermöbelt hat. Er hat versucht, uns zu fressen. Du willst doch sicher auch eine Pizza, oder? Ja, bitte. Ich habe eine Hackfleisch-Spezial bestellt. Tja, Pech. Wir haben keine. Natürlich hast du eine. Gib mir meine Pizza. Oh, und er trifft uns. Das finde ich jetzt nicht so nett. Ah, ist eiskalt. Gleich habe ich dich weggelutscht. Ew. Das ist ekelhaft. Liegt das jetzt da? Ist er jetzt schneller, weil wir den anderen Bruder besiegt haben? Oder ist er generell schneller? An sich können wir auch die ganze Zeit hier stehen bleiben. Und abwarten. Und Tee trinken. Denn alle außer die Startkanone kommen ja wieder. Ah! Man kann mit jeder Kanone nur dreimal schießen. Ah, ich verstehe. Der ist schneller. Und hier brauchen wir alle vier Kanonen. Ich denke, das liegt daran, dass das jetzt der zweite Bruder ist. Und damit ist er auch weg. Aufhören, ich will keine Pizza mehr. Ich gehe lieber in ein Restaurant. Einen Moment mal, Freundchen. Jetzt haben wir euch beide besiegt. Wie steht es mit einer Trophäe? Eine Trophäe? Ich habe nur das hier. Der Stein hier hat gesagt, dass die Trophäe auch hier im Puzzle ist, also... Schön, wir Texturen darin an. So sieht er auch wieder putzig aus. Ich glaube, ich hole mir ein paar Big L Burger. Na, der wird sich freuen. Und du wirst wahrscheinlich alle möglichen Krankheiten bekommen. Bei der Hygiene in seinem Laden. Links lang. Wir sind ja jetzt bei der vierten Kanone. Außerdem ist da auch das Puzzle. Oh Gott, wäre ich jetzt runtergefallen. Hätte aber Schläger gegeben. Oh, hab ich selbst erstmal geschlagen. Gehen wir mal nach ganz oben. Denn fast ganz oben ist ja der Bahnhof. Und ganz, ganz oben ist ein bisschen über dem Bahnhof. Und was da wo ist, wer eine gewisse Vorstellung und ein gewisses Gedächtnis noch hat, der weiß es. Denn hier erwartet uns Gobi. Voller Freude. Hallo. Hallo. Bitte, nicht schon wieder. Mein schönes Wasser. Tja, wir brauchen es für unsere Queste. Mal wieder. Oh nein. Ich habe mir das seit dem letzten Spiel aufgehoben. Ja, mein Heizkessel ist jetzt kalt genug. Jetzt darfst du den Chaffee-Zug auf die Eisseite fahren.
Schön, dass er hier gemacht hat, aber ich würde gerne hier drunter. Und hier rein kann ich nicht. Mein Freund, wie soll ich hier rüberkommen? Ah, kann sich festhalten. Dann ist das natürlich etwas ganz anderes. So, dann haben wir unsere Eier auch wieder aufgefüllt. So, reisen wir dann gen Eisbahnhof. Eisseite. Eisbahnhof, Steinhagelgipfel, Eiszeiter. Na gut, das ist der Eisbahnhof, ja. Findest du sinnlos, dass er die Tür eigentlich trotzdem als offen texturiert ist? Wo man sie doch hier versperrt hat. So, danke schön für die Heilung. Ja. Ist es oben, ne? Du bist doch böse. Wenn du schon so offensichtlich stehst und offen. Ja, du bist doch böse. Ach, komm, stirb. Stirb, habe ich gesagt. Federn brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Und davon haben wir eigentlich nur genug. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ein Puzzle. Ganz oben. Was wir vorher gesehen haben. Oder? Nee, das ist unten. Das ganz oben ist noch woanders. Aber hier kann doch nicht nur ein Puzzle und ein falscher Jinju sein. Das wäre nur ein bisschen billig. Ah, okay. Wir anscheinend doch Leben verlieren. Oder hat man das schon verloren? Nee, durch den Jinju hat man es verloren. Hm. Puh, war's das ernsthaft? Ich hätte wirklich gedacht, hier wäre ein bisschen mehr. Dann habe ich das so falsch in Erinnerung behalten, aber... Also ich meine, dafür der Aufwand... Für ein Puzzle und ein falscher Jinju? Naja. Gobi hat kein Wasser mehr, wir mussten da mit dem... Sollst du mal mit Schneeball da hochgehen? Wir haben Leid und Totschlag auf uns genommen. Aber naja. Bin doch gar nicht müde, warum gehe ich denn jetzt? Endstation. Nicht wirklich, aber... Oder ist es der letzte Bahnhof? Ja, ist es. Ist der letzte Bahnhof. Der Eisbahnhof. Danach kommt nichts mehr. Danach kommt nur noch eine Welt und eine... Bosswelt, halbe Welt, je nachdem, wie man es nimmt. Und dann sind wir durch. Beziehungsweise dann kommt natürlich noch der Bosskampf gegen Grunty. Der auch nochmal lustig wird.
Bahnhöfe kommen keine mehr. Mich stört dieser Pixelfehler da unten. Wahrscheinlich hat es keiner vorher bemerkt, außer mir. Ja, danke. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Viecher hasse? Du kriegst mich nicht. Aber die schon. Egal, ich habe einen geheimen Geheimtrick. Ich regeneriere einfach. Dadurch haben wir unser Gesamtleben wieder mal ein gutes Stück aufgefüllt. So. Nämlich komplett. Wunderschön. Dann gehen wir in die Eiswelt untere Ebene zu Wumba. Denn es gilt, einen Schalter zu drücken. Außerdem müssen wir mit Mumbo noch zwei Leute wiederbeleben. Das dürfte auch... Moment. Machen wir es danach, machen wir es davor. Ich glaube, wir machen es davor. Wo wir schon mal dabei sind. Das würde eigentlich keinen Unterschied machen. Oh, ne. Hallo? Möchte ich nicht anbrennen. Hallo? Helfen. Wir haben Glovebuff. Ja, ich will Hilfe wollen. Los, gib mir Hilfe. Ich frage mich, was er mit den Viechern macht. Stimmt, er verbrät die bei seinen Zaubersprüchen, ja. Sterben sie elendig! Hallo? Wundert ihr sich nicht? Nochmal aufs Becken gehen. Ich schwimme aber gerne hier drin. Ich bin gegen Magie immun. Mumbo gegen ihm, gegen Magie immun sein. Lange Bildwechsel sind lange. Na, ist aber eine relativ große Welt. Ist klar, das ist dann sowas wie bei Grungy Industries, wo man alle 2 Meter einen Bildschirm wechselt. Dies dann anders ist. Ich wackle. Ich komm, Bokon. Hoffen, das funktionieren. Das kann man jetzt wirklich überkopfen. Denn es ist Lebenskraft für den Alienvater. Ich komm, Bokon. Und es lebt wieder. Der Sturz war sehr schmerzhaft. Wo bin ich? Du dort, Mumbo, große Schamanenmagie benutzt. Du jetzt leben. Dieser schwächliche Erdling-Zauber wäre gar nicht nötig gewesen. Meine Spitzerenergie ist viel besser. Marsmensch, undankbar. Verschwendet Mumbos Zeit. Ihm Lehre erteilen sollte. Entschuldigung, merkwürdiger Freund. Deine Spezialenergie ist am Ende meine. Und wir brauchen deine Hilfe. Unsere 3 Kinder sind geflohen, bevor das Schiff in der Lagune notlandete. Finde meine Kinder und bringe sie sicher zu mir. Dann beschenke ich die Erde reichlich. Mumbo Geschenke mögen, aber keine billigen Alien mitbringsel. Die Kinder werden sich versteckt halten, bis sie ein Alien-Signal erhalten. Mumbo beeindruckt, aber Mumbo ist Magie besser. Jetzt weiß ich, warum das erst geht. Das Kind scheint sichtlich Angst zu haben. Gut, dann nicht. So müssen wir dann nach oben gehen. Ich hoffe, wir können da hochkommen.
bisschen mehr, sonst. Komm. Flieh, unwürdiger Flieh. Gut. Bubu kann aus dem Stand hoch genug springen, das ist sehr schön. Ansonsten wäre ich etwas überfragt gewesen, wie wir dann bitte hier hochkommen sollen. Nur vorsichtig sein. Denn rutschiges Eis ist rutschig. Kaffen, das funktionieren. Na, Momo, du hast das schon mal geschafft. Lebenskraft für den Sabremann. Also den Erkunder, Archäologen, was auch immer. Ico, Boko, Ico, Boko, Ico, Boko, Ico. Er lebt. Vielen Dank, junger Herr. Ich bin hier seit 1984 festgefroren. Haben wir vielleicht verrückten alten Mann schon mal gesehen? Durchaus möglich. Ich komme aus dem goldenen Zeitalter, als die Wölfe Könige waren. Ich heiße Sabremann. Ich bin im Abenteuergeschäft. Zumindest war ich das. Was macht Saubermann in Eisblock? Dieser verfluchte Wolf hat mich bisher hergejagt. Dann hat mich der Eisdrache eingefroren. Mir ist ziemlich kalt. Kannst du mich irgendwie aufwärmen? Mombo das nicht tun, aber keinen Bär, der das können. Hui. Hier, mit Magie. Und hier, falls ich das in dem letzten Part, in dem vorletzten Part oder vorvorletzten Part, je nachdem, nicht gezeigt habe, hier ist der Tresor von Kellogg's. Nein. Wo wir den Glovebauf rausgeholt haben. Schön, dass Momo die Eier aufsammeln kann, wo er sie doch gar nicht nutzen kann. Juti. So begeben wir uns dann wieder zurück. Sprinte, Momo, sprinte. Denn Momo hat seinen Dienst getan. Er wird nicht mehr benötigt. Da, 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 da. Dum, dum. Dum. Dum, 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 dum. Also, wärmen wir den Sabremann, oder? Nein, erst erledigen wir das mit dem Schneeball. Ansonsten müssen wir nur zurück, wenn wir nur zurücklaufen. So erledigen wir das erstmal mit dem Schneeball. Dann wärmen wir unseren Freund auf. Also, unseren noch nicht Freund. Können wir das jetzt zertrampeln? Ich denke nicht, ne? Komm. Ich bin im Schnee. Wow, wow. Boff. Boff. Nö. Geht selbstverständlich nicht. Wo haben wir denn jetzt das Ganze? Stopp. Oder nicht. Dein Glück. Nein! Ich weiß doch, wo wir hätten hingehen können. Oh! Ich sehe sehr viel. Danke, Kamera. Du hilfst mir. Echt. Nicht. Obere Ebene. Dadurch ersparen wir uns schon mal wieder einen guten Teil des Weges. Wir müssen noch rechts. Ne, nach links, oder? Nach links. Aua, 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 aua.
Na, danke. Sterben wir nicht hier? Ja, wir können es zumindest... Ja, ich wollte gerade sagen. Ich schaff das! Oh, buh! Das war knapp. Aber ich glaube, wir können uns nicht mehr regenerieren, oder? Ja, es ist nämlich schon, es ist nämlich Eis und kein Schnee. Wir sind doch immer noch zu leicht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht. Ja. Das war so klar. Na, immerhin können wir uns einfach nur mit Schnee auffüllen und sind sowieso wieder hier. Ah, wir müssen vorsichtiger sein. Stopp. Da. So, nochmal von vorne. Speichern. Vorsichtig. Oh, Mensch, warum hauen die mich denn immer runter? Was ist denn das für eine Verarsche? Komm, 3 reicht. Aber wirklich, ich gehe ganz vorsichtig ran. Die kommen hin, puff, hauen mich weg. Und dann hauen sie mich total, hauen sie mich komplett runter. Danke, danke, wirklich, nicht. Sag mir, dass das reicht. Oh! Wie soll ich das schaffen? Vielleicht. Moment, eine Taktik wäre, dass ich runter muss. Das wäre natürlich eine Idee. Oder dass ich freiwillig runtergehe. Nicht runtergehauen werden, sondern selbst runtergehen. Einfach weil ich es kann. Aber jetzt habe ich trotzdem nur 4. Das wird nicht reichen. Jetzt habe ich wieder 3. Sag mal. Ja, ich weiß, dass ich mehr Gewicht brauche, aber wo soll ich das hernehmen? Verärgert mich ein wenig. Na, egal. Probier es zu einem späteren Zeitpunkt. Ah, das ärgert mich. Jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit verschwendet. Wie soll man es denn schaffen? Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich so machen. Es erschien mir eigentlich ganz logisch, aber dass wir so schnell dann das Leben verlieren. Weil es unmöglich ist, da den oberen Weg zu nehmen. Und so schnell, wie wir da das Leben verlieren, allein durch die Hitze, nützt uns das auch überhaupt nichts. Das nochmal versuchen, das oberhalb zu machen. Was hat es? Keine Ahnung. Versuch mal eine Schnabel zur Mundwiederbelebung. Bäh, niemals. Das ist ein Job für einen professionellen Facharzt. Professioneller Facharzt? Sag mal nicht, das Ding existiert immer noch da oben. Nö. Hä? Vielleicht der Sabremann? Man weiß es nicht. Zumindest ich gerade nicht.
Schön, dass wir jetzt wenigstens nicht dieses lästige haben. Stopp. Juti. Hallo. Danke, Erdling. Der rennt einfach ins kalte, eiskalte Wasser. Läuft bei dem. Dann kümmern wir uns mal. Wo kümmern wir uns hin? Um den Sabremann, ist klar. Aber danach. Ölplattform. Guck mal nochmal zur Ölplattform, ob ich jetzt mit dem Rucksack dahin komme. Muss ich natürlich als Benjo dahin gehen. Aber da oben können wir uns glücklicherweise ja trennen. Komm ich da überhaupt hoch? Alleine nicht, ne? Ne. Ah, verdammt. Ah, verdammt! Und er nimmt wieder menschliche Fahrbahn. Oh, das ist schon viel besser. Es war mir eine Ehre. Diese alte Tiefrierphase hat mich müde gemacht. Ein Tee und ein Nickerchen wären jetzt genau das Richtige. Könntest du mir möglicherweise nochmal behilflich sein? Natürlich. Klingt nach einem Job für dich, Benjo. Kannst du mich zu meinem Zelt tragen? Es ist auf der Vulkanseite des Berges. Falls es nicht schon abgebrannt ist. Naja, dann doch der Tatsache, dass das Spiel 98 rauskam, wenn ich mich ganz irre. 14 Jahre. Ich meine, seit 84 wären es jetzt mittlerweile 30 Jahre, die da hier im Eis verbracht hat, aber naja. So, trennen wir uns doch mal. Ne, gehen wir erstmal zu wieder runter zu dem Typen. Gucken wir mal. Moment, schafft man das überhaupt? Nein, geht nicht. Das ist unmöglich, da hochzukommen. Das ist viel zu steil. Ich überlege gerade wirklich die ganze Zeit, was wir denn machen können. Komm rein. Und ich grüble und ich grüble und ich grüble und ich komme einfach auf keine Lösung. Ich meine, man kann es aber versuchen. Was haben wir denn schon zu verlieren? Unser Leben. Aber sonst ja nichts. Hallo Hand. Und zweite Hand. Das schafft man niemals. Das ist viel zu steil. Das schafft man mit dem Schneeball, mit Kazuya, aber nicht wir selbst. Ah. Schubst immer unten. Aber wie kommen wir danach da oben? Ja! Leck mich doch! Weißt du, da komm nicht und dann, wo ich gehe. Stehen Zentimeter vor dem. Wahrscheinlich. Gehe ich. Will ich über ihn springen? Über ihn, ja, nicht durch ihn. Manchmal. Ui. Hams. Oder auch nicht. Was?
verdient. Nicht viel. Mein Zelt, meine Ausrüstung, es ist alles noch so, wie ich es vor all den Jahren verlassen habe. Ist wahrscheinlich sowieso wertlos. Mein Schatz ist auch noch da. Du darfst ihn haben, werter Herr. Es ist ein goldenes Puzzlestück, ohne Wert für mich. Ich gehe in die Rente. Ich mach gleich ein Nickerchen mit. Bären, die ihre eigenen Abenteuer. Pah. Entschuldigung. Ach ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ah, ich weiß. Ich weiß das ganz genau. Und zwar gehen wir in die Halle des Turniers. Ach, ja. Ja, natürlich. Ich treffe natürlich nicht. Hätte mich nicht überrascht, hätte mich noch getroffen und in die Lava geschubst. Ganz ehrlich. Denn wir haben jetzt die Aufgabe, ja, diese Quest zu erledigen. Indem wir hier alles hochklettern. Was so viel Spaß macht. Kamera, Kamera, Kamera. Nicht unten, nicht unten. Ich will nach oben. Na, danke, jetzt auch ein bisschen zu spät. Ich will doch einfach nur nach unten gucken. Ist zum Glück nicht unrealistisch, dass der einfach zielsuchend ist, diese komischen Steinklumpen. Also eigentlich habe ich das Spiel sehr gut in Erinnerung, aber so oft wie ich jetzt hier an dieser Welt rumflame, oh Gott, ey. Da oben ist das erste Feld für Kazui. Die ja nun etwas anders, sich irgendwo anders noch sich befindet. So, kurz noch was getrunken. Gebe ich mir schon so eine Mühe. Und dann nützt es trotzdem nichts. So, nein, untere Ebene. Die Afrikaner seid ihr. So kommen wir auf den besten Weg zu der Flugplattform, um dann hochzufliegen. Abspeichern nicht vergessen, ist abstürzt. So. Ich muss mal kurz das Headset-Kabel richtig hinlegen. So. Es stört nämlich gerade ein bisschen mit dem Controller. Muss man dann nach oben hin? Da ist Benjo, wir müssen eins drüber. Da war das. Hier ist das. Schön, wie man die Texturen zum Glück oberhalb überhaupt nicht sieht. So, gar nicht. Und hoch mit dir. Ach, das war's schon. Ja, das war ja keine Aufgabe. Wir kriegen doch ohnehin keinen Fallschaden.
Ja, hör.